Die Sonne leuchtet. Die drei scheinen Probleme zu haben. Geht's allen gut? Du hast uns gerettet. Und noch wichtiger, die Ernte, die wir dabei haben. Die Utaru schulden dir was. Aloy. Ich bin Dane. Und das ist eure ganze Ernte? Die rote Plage hat das meiste Getreide verdorren lassen. Das bisschen, was wir haben, mussten wir am Rand der Ebene sammeln. Wohin wolltet ihr? Rheinklang. Das ist gleich die Straße runter. Ich fürchte, du wirst dort nicht viele andere Fremde treffen. Meine Leute bleiben gerne unter sich. Aber wenn du Waffen oder Vorräte brauchst, werden einige von ihnen gern mit dir handeln. Hier, es ist nicht viel, aber ich möchte dir gern danken. Das ist nicht nötig. Bitte, wer Freundlichkeit sät, erntet sie auch. Danke. Dane. Du solltest gehen. Sag den anderen, dass wir die Ernte haben und einen Heiler brauchen. Gut. Möge das Land in deinen Schritten erblühen. Ich sollte auch los. Wenn du mal nach Rheinklang kommst, wir teilen die Mahlzeiten bei der nördlichen Schüssel. Dane ist dort einer der Köche. Er macht dir Rationen, die jeden Handel wert sind. Ich versuch mal vorbeizukommen. Thank you.
Hier ist die Plage schlimmer. Wenn ich kein Gaia-Backup ans Laufen bekomme, wird es überall so sein. Sind Val und so. Ich bin hier, wie versprochen. Der Gesang. Heißt das, der Chor ist bereit? Er ist versammelt. Ich hätte das nicht geschafft ohne Val. Aber ich weiß nicht, ob das etwas bringen wird. Der Chorus singt in Dissonanzen. Das mit der Höhle ist schon schlimm genug. Landgöttin Fa ist immer noch nicht wieder da. Und mit jedem Tag drängen mehr tödliche Maschinen ins Freie. Greifen die Verteidigung an, die wir um den Eingang herum aufgestellt haben. Aber das ist nur einer von vielen falschen Tönen. Mit deiner Nachfrage hast du viele Spaltungen im Chor selbst sichtbar gemacht. Und im Stamm. Also lässt du die Höhle verteidigen? Nur mit ein paar Holzbarrikaden. Wir haben keine Steinmetze wie die Karja oder die Osseram. Es sind unsere Bogenschützen, die die Maschinen aufhalten. Sie wehren jeden Tag neue Angriffe ab. Hoffentlich halten sie durch. Welche Maschinen kommen aus der Höhle? Ausbeuter und Jägerkiller. Zäher als alle, gegen die wir bis jetzt gekämpft haben. Bösartige. Mit einem lila, farbenen Schimmer. Kommt mir bekannt vor. Du hast schon gegen solche Maschinen gekämpft? Wenn es die sind, für die ich sie halte, dann ja. In der Höhle könnte es noch ein anderes Problem geben. Noch ein Grund, mir das jetzt anzusehen und eine Lösung zu finden. Ich verstehe, dass die Höhle heilig ist, aber wieso zieht es so viel Drama nach sich, wenn ich sie betreten möchte? Das Drama gab es auch davor schon. Viele im Stamm und im Chor wollen, dass wir alles so machen, wie wir es immer gemacht haben. Was oft nichts war. Aber andere wollen Veränderung. Oder extreme Maßnahmen. Deine Frage hat der Debatte wieder Leben eingehaucht. Klar, Tradition. Damit hatte ich schon mal zu tun. Aber man muss mit jedem Stamm anders umgehen. Wenn du meinst. Du sagtest, du hättest den Chor nicht ohne ihn versammeln können. Was hast du getan? Einige Mitglieder des Chors haben sich geweigert, deine Bitte zu diskutieren. Sie glauben, dass die Höhle allein den Landgöttern gehört. Aber Val sah, dass das, was du mit Reh getan hast, zu unserem Vorteil genutzt werden könnte. Manchmal reicht es nicht, wenn man die Anführer fragt. Andere müssen für dich fragen. So viele wie möglich. Es hat sich herumgesprochen, wie du Reh beruhigt hast. Vielleicht wurde es auch ein bisschen übertrieben. Das wachsende Interesse hat den Chor unter Druck gesetzt, bis sie sich endlich getroffen haben. Bei den Stammmüttern hat es schon einige Male funktioniert. Ein oder zweimal. Sogar bei meiner eigenen Mutter. Sehr gut. Dann kümmerst du dich um die Diplomatie. Oh nein, ich bin sicher, dass wir dich dafür ab und an noch brauchen werden.
Was ist also mit den Landgöttern passiert? Nach der Störung? Sie schwanden. Jahr für Jahr. Sie waren einst friedfertig und jetzt sind sie gegen uns, wenn wir uns nähern. Greifen uns gar an. Sie haben die Erde immer angereichert, doch seit mehreren Jahren verderben sie sie mit Mulch. Die Felder riechen übel. Und die Plage verbreitet sich sogar über unsere Lande hinaus. Wir hatten immer Nahrung für alle. Jetzt können wir kaum noch unsere Kinder ernähren. Sicher Überdüngung. Durch Sporen verbreitet. Ich weiß nicht. Das ist ja noch nicht alles. Jeder Landgott hat die heilige Höhle einmal pro Jahr besucht. Jetzt ist Schluss. Ohne die Erneuerungsriten sind sie verfallen. Wie Reh. Sie sterben. Und mein Stamm mit ihnen. Also ist die Höhle heilig, weil Maschinen wie Reh und die, die du Fa nennst, sie besuchen? Ja. Vor der Störung hat jeder Landgott einmal pro Jahr die Felder verlassen und ist zur Höhle gepilgert. Immer in derselben Reihenfolge. Zuerst Do, dann Reh, dann Mi und so weiter. Alle mit Erde von den Feldern besprenkelt. Sie tauchten 2 Tage später wie neu wieder auf. Alle Erde und Zeichen der Verehrung waren weg. Jede Rückkehr wurde mit einem der 8 Heiligen Feste unseres Kalenders gefeiert. Aber die Störung hat den Zyklus verändert. Ja, das dachten wir. Mit der Zeit gaben die Landgötter ihre Pilgerschaft auf, wurden zerbrechlich und wirr. Doch vor 3 Wochen hat Fa die Höhle betreten. Der gesamte Stamm erhob seine Stimme zu einem Lied, betete, dass der Zyklus von Neuem beginnen würde. Fa ist nicht wieder aufgetaucht. Maschinen, die uns töten wollen, allerdings schon. Werden die Maschinen in der Höhle gebaut? Wie in einer Brutstätte? Hört sich so an. Aber wie diese Landgötter kommen und gehen. So etwas habe ich noch nie gesehen. Also ist der Chor bereit. Was jetzt? Sie diskutieren über deine Bitte. Sollten wir dann nicht mit ihnen reden? Wenn du bereit bist, aber keine Angst. So schnell ist ihre Debatte nicht vorbei. Solche Versammlungen können Tage dauern. Okay. Dann sollte ich vielleicht erst meine Vorräte aufstocken. Wer weiß, wie viele Maschinen in der Höhle sind. Vorausgesetzt, dass der Chor dir Einlass gewährt. Aloy kann in solchen Situationen ziemlich überzeugend sein. Abwarten. Bereite dich vor. Wir warten oben auf dich, wo der Chor versammelt ist.
Entschuldigung, ich bin heute etwas langsam. Aloy, ich wollte mich nochmal dafür bedanken, dass du mein Leben gerettet hast. Wir haben nicht viel, aber meine Rationen halten dich in der Wildnis bei Kräften. Versprochen! Ich hoffe, du weißt, dass hier immer eine warme Mahlzeit auf dich wartet, Aloy. Danke, Dane. Aloy, dachte schon, du kommst gar nicht mehr. Wie gefällt dir Rheinklang? Sehr beeindruckend. Klar, wenn man auf den Geruch von Dunk steht. Ach, was red ich da? Ich werde auch nicht mehr losziehen, versprochen. Die Leute brauchen mich. Die anderen Entführten hatten es schlimmer als ich. Viel schlimmer. Hilf ihnen so gut du kannst, Jeff. Mach ich. Mit dir kann ich zwar nicht mithalten, aber trotzdem. Erinnert mich an Mutterherz im heiligen Land der Nora. Alle kamen zusammen, um die Worte der Stammmütter zu hören. Du musst deine Heimat vermissen. Ein bisschen. Hast du kurz Zeit für eine alte Frau Jägerin? Du bist eine Nora, oder? Ich habe seit der Jägersiedlung keine mehr gesehen. Ich wusste nicht, dass Utaru so weit nach Osten reisen. Es ist wegen meiner Farben. Ich will lernen, wie andere Stämme mit Wurzeln und Pflanzen färben. Es ist erstaunlich, was der richtige Farbton aus einer einfachen Rüstung machen kann. Ich habe Muster dabei, falls du interessiert bist. Sind wunderschön. Das ist nichts im Vergleich zur Arbeit der Tenakt-Färber. Sie sind vielleicht nicht der freundlichste Stamm. Doch wenn man ihren Färbern Pflanzen bringt, kann es vorkommen, dass sie ihr Wissen teilen. Ich halte nach ihnen Ausschau. Hallo, jetzt ist nicht die Zeit, eure Energie zu... Irgendwann machen sie Pause, oder? Verwischt. Mit einer Fremden vor den Kurs zu treten. Ich hoffe, das klappt. Es lohnt sich so. Du wirst sehen. Sie singen einfach weiter. Das heißt, der Chor tagt immer noch? Die Menschen singen, um den Chor zu beruhigen und ihnen weiterzuhelfen. Wären sie im Einklang, wäre das nicht nötig. Ich muss doch nicht zurücksingen, oder? Natürlich nicht. Sie hören auf zu singen, wenn wir uns vorstellen. Bereit? Okay, gehen wir zu Ihnen. Rede.
Eure heilige Höhle. Darin ist etwas, das ich brauche. Wenn ich es habe, werde ich... Und der Nora haben uns von dir und deinem Anliegen erzählt. Wir wissen nichts von einem Geist in der Höhle. Nur von Far, unserer Landgöttin, die dort hineinging und nicht wieder zurückkam. Die Macht der Landgötter ist gebrochen. Wir sind geschwächt. Geistererzählungen helfen uns nicht. Nichts wird helfen. Wir werden schwächer. Wir sterben. Und werden fruchtbarer Boden für neues Leben. Das ist die natürliche Ordnung. Ja. Moment. Ihr wollt einfach herumsitzen, bis ihr alle zu Wurmfutter werdet? Ernsthaft? Sagt die Fremde, die unseren Glauben nicht kennt. Bitte. Vergesst nicht, wie sie Refrieden brachte. Hör ihr zu. Du hast schon mal so unbesonnen gehandelt, Zoe. Wir sollten nicht vergessen, dass du den Krieg gegen die Kaja angefacht hast. Immerhin will sie helfen. Wie? Indem sie dazu einlädt, mit unseren Traditionen zu brechen? Sollen wir uns den Wünschen jeder unverschämten Fremden anpassen, die nach Rheinklang kommt? Nein. Ihr solltet euch anpassen, weil eure eigenen Lande euch umbringen. Wir waren dabei und haben gesehen, wie die Landgötter sterben. Und das sollen wir bei unseren Nachbarn auch machen. Und unseren Kindern. Und diese eine Fremde kann uns retten. Was für ein Unsinn. Ein einziges Saatkorn ist im unendlichen Kreislauf von Wachstum und Tod bedeutungslos. Ein Alarm. Er kommt aus den Bergen. Was ist passiert? Kommt das von der Absperrung? Es ist ein Alarm! Maschinen durchbrachen die Absperrung. Dann sollten wir helfen. Was ist mit dem Chor? Wenn die Absperrung gefallen ist, hält uns nichts davon ab, in die Höhle zu gehen. Die Zeit für Erlaubnis ist vorbei. Dann mal los. Hier lang. Durch das Tor und rum. Aloy, wenn du das Ding reitest, kann ich dir nicht mehr folgen. Auf den Feldern wird gekämpft. Zurückziehen. Für Rheinklang. Wir müssen weiter. Halten die anderen durch
wirklich. Sei bei mir, Aloy! Ich werde das beenden. Das nicht der Teil. Ich glaube, wir sind hier fertig. Überall sind Maschinen. Aloy, ich kann nicht so schnell.
kannst Maschinen reiten? Komm, Aloy. Wir müssen weiter zur Absperrung. Lass uns nur nicht zurück. Mehr Maschinen! Diese Maschinen sind stärker, tödlicher als normal. In dieser Höhle steckt nur ein Kanara und ein vermisster Land. Hast du noch mehr Teile am Trend? Ich hab schon größere Maschinen erlebt. Ja! Ich lasse dich nicht einschüchtern. Ich schneide dich in Stücke. Was wir konnten. Wir müssen weiter. Komm ich nicht hin, Aloy. Halte Ausschau. Ritter!
Scharfe Klauen und bis an die Zähne bewaffnet. Erschaffen. Zusammenbleiben! Aloy, sollten wir nicht zusammen weitergehen? Dieser Pfad ist der Weg zu den Landgöttern. Er führt uns zur Absperrung. Hopp! Diese Otaro scheinen Hilfe zu brauchen. Dran.
Maschinen. Wir sind fast da. So viele Maschinen kamen durch. Was ist mit den Verteidigern der Absperrung passiert? Wir sollten auf alles gefasst sein.
Schock schwächt sie. Mögen die Landgötter unser Eindringen vergeben. Der Regen lässt nach. Farbe. Was ist da? Wie eine Brutstättentür. Um zu verstehen, was darin vor sich geht, brauchst du das hier. Schläfe. Genau so. An der Tür ist blaues Licht. Ja, da gewöhnst du dich dran. Keine Angst, Sir. Ich helfe dir. Hör zu, die Maschinen, gegen die wir kämpfen, sind anders. Gefährlicher. Das heißt, dass hinter dieser Tür etwas sehr Mächtiges auf uns wartet. Das uns tot sehen will. Folgt mir und seid auf alles gefasst. Den Kern dieses Orts finden. Hier ist so viel Metall. Wer hat das gebaut? Maschinen. Wie du sie noch nie gesehen hast.
Wir müssen sie ausschalten. Direkt hinter dir, Aloy. Hier ein- und ausgehen, ist das nicht alles. Sie werden hier auch repariert. Und der Geist, den du suchst, ist hier drin? Minerva? Vielleicht. Aber ich glaube, das ist nicht alles. Noch eine Wand. Da geht's nicht weiter.
Kabel leuchten. Das habe ich schon mal gesehen. Sie sind wie eine Infektion. Das Ding, das uns tot sehen will, es übernimmt Orte wie diesen und macht Killermaschinen. Es nennt sich Hephaestus. Sogar der Berg ist bis ins Mark verdorben. Diese Kabel blockieren den Weg nach oben. Ihr zwei wartet hier. Ich finde einen anderen Weg. Okay. Was sind das für Platten auf dem Boden? Diese Bodenplatte scheint höher zu sein als die anderen. Hm. Wenn man nach diesem Erde tritt, wird etwas aktiv. Wie geht's dir so? Dieser Ort war für die Landgötter bestimmt. Kein Utaru hat ihn jemals betreten. Aber ich musste, oder? Um dir und Aloy zu helfen und Pfad zu finden. Du tust das Richtige so. Keine der Säulen scheinen sich zu. Vielleicht stoppen sie, wenn ich auf sie schieße. Und geben einen Wind frei. Platte stellen? Meinst du so? Ich muss die Zahnräder treffen, wenn sie an der richtigen Stelle sind. Ich muss auf die Zahnräder schießen, damit die Säulen schieben. Ich krieg die Kiste durch den Schild. Aber ich gehe lieber außen rum. Okay, es wird doch. Zahnräder der Säulen sollten jetzt freiliegen. Scheinen dieses Mal nur zwei Säulen zu sein.
weiter hier. Weit ab von der wärmenden Sonne. Wie läuft's denn da oben, Aloy? Noch mehr Säulen. Hier muss auch eine Platte sein, um sie zu aktivieren. Wir sind überall auf dem Knoten. Vielleicht kann ich ihn überbrücken. Bewegen sich. Sie ziehen sich zurück. Wir können die Lüftung hochklettern. Wie kommen wir rüber? Der Knoten auf der anderen Seite ist von Kabeln umwickelt. Ich versuche hinzukommen. Wir warten. Weitersprung. Rüber, ihr zwei. Prime-Rüstung an Einheit G-Typ 1 transferieren. Wer ist das? Hephaestus. Er hat hier alles übernommen. Da ist wohl noch ein Knoten auf der anderen Seite. Bei der Tür. Das macht dein Ding. Wie kommt man zu Ich kann sie erreichen, wenn ich gleite.
Umsatz um 20% erhöhen. Geschütze in Einheiten A59 bis B24 laden. Rüstungsauswertung Alpha ausführen. Leitungen 9AX umschalten. Ich glaube, ich kann auf einem der Metallwagen mitfahren. Rüstungsauswertung abgeschlossen. Ausstattung für Einheit G-Typ 1 erhöhen. Gamma Matrix 5 aktivieren. Diese Wagen transportieren viele Waffen. Was hat er Festes vor? Treibstoffversorgung von Einheit G. Los, Aloy! Jupp, wer hätte das gedacht? Durchsatz um 20% erhöhen. Da ist der Knoten. Zusatzverteilung J1 Zeta einschalten. Sekundärpakete zu Materialwucht 5 und 12 transferieren. Wer ist Hephaestus? Und was will er an diesem Ort? Er hat schon früher Anlagen übernommen, um tödliche Maschinen zu bauen. Aber er war nicht immer feindlich. Er war einmal Teil von etwas Gutem. Etwas namens Gaia. Noch mehr Kabel. Sie bedecken die Tür. Ich glaube, wir sind fast am Kern. Seid bereit. Wir geben Deckung. Oh nein. Was hat Hephaestus ihr angetan? Eine Waffe aus ihr gemacht, die früher oder später genutzt werden wird. Und dann ein Klang. Wenn mein Volk sieht, was daraus geworden ist. Wenn eine seiner Gottheiten es angreift. Ihr wisst, was zu tun ist. Bahn. Bereit. Ihr müsst darunter.
Also dann. Tut mir leid, Pa. Weiter auf die Schwachstellen! Da kommen mehr Maschinen! Eine Maschine, die uns fast umgebracht hätte? Sie ist immer noch ihr Gott. Ich trauere nicht um einen Gott oder eine Maschine, sondern weil ich meinen Glauben verloren habe. Weißt du, so, wenn du willst, kannst du heimgehen. Habe ich noch ein Heim? Und wenn ja, wie lange noch? Kannst du unsere Lande wirklich heilen? Mein Volk retten? Schritt für Schritt.
Und wir fangen hier an. Ein Win-Win identifiziert. Zerstörer der Luftstätten Schlecht. Na dann mal hoch. Noch mehr? Wie Aloy sagte, das ist erst der Anfang. Aloy, der Kern. Mein Fokus zeigt Hologramme darauf. Sieht wie Maschinen aus. Müssen Überbrückungen sein. Wissen darüber, wie man Maschinen zähmt. Und wie kannst du lernen? Finden wir es raus. Das ist neu. Bevor ich weitergehe, sollte ich erst die Überbrückungen holen. Könnten nützlich sein. Klingt nach einem Plan. Wenn ich mich wieder in den Kern hacke, ja. Anscheinend hat Hephaestus die Sicherheit der Brutstätten verbessert. Einige Daten sind beschädigt. Da kann ich gerade nichts dran ändern. Und mein Fokus erkennt manche davon nicht. Müssen Maschinen sein, die ich nicht kenne. Hast du alles? Ja. Dann beeilen wir uns wieder.